die Begleiterscheinungen beim, ja, beim Erwachsen, dann beim Älterwerden, das fing in der Kindheit an, damit, dass ich beim Laufen Schwierigkeiten hatte, allein dadurch, dass ich sehr oft gestürzt bin. Ich habe gemerkt, dass ich mit anderen Kindern nicht mithalten konnte, was nicht wirklich ein Problem war, weil Kinder sich ganz leicht auf einen einstellen. Also es hat mir psychisch nicht geschadet. Ich war nicht ausgegrenzt dadurch, aber habe mir natürlich Gedanken gemacht, wenn ich mit mir alleine war in meinem Zimmer, woran das liegen könnte. Ich habe mich angestrengt, kam aber über einen gewissen Punkt nicht hinaus. Dazu habe ich durch die extremen Krallenzehen ganz große Schmerzen erlitten, dadurch, dass wir zum Beispiel beim Tischtennis spielen, ja, die Zehen unheimlich beansprucht haben. Und wenn ich dann aussetzen musste, kurze Zeit, weil das war Rundlauf oder so, und ich dann wieder startete, da habe ich gesagt, ich könnte nicht mehr gehen. Also so höllische Schmerzen hatte ich, die ich aber ja nicht artikulieren konnte. Wem sollte ich da von meinen Freunden sagen, ich habe gerade Schmerzen an den Zehen oder das funktionierte nicht. Das heißt, damit war ich alleine. Und das ist eigentlich auch so ein Punkt, der sich durchzieht, der sich durch die komplette Geschichte, durch meine Geschichte zieht. Eigentlich war ich alleine damit. Der erste Klinikaufenthalt, der kam zustande, weil einem Arzt beiläufig auffiel, dass ich nicht gerade stehen konnte. Da war ich bereits 12 Jahre alt. Und dieser Arzt hat dann dafür gesorgt, dass meine Achillessehne verlängert wurde. Die Neurologie spielte gar keine Rolle. Es hieß dann ganz schnell, ich sei an der spastischen Kinderlähmung erkrankt. Und meine Eltern könnten froh sein, dass das nicht auf den Kopf geschlagen ist. Das heißt, damit hatte alles, was mit mir los war, einen Namen. Und alles passte darunter. Ob das ja, für mich dann ja auch peinlichen Situationen waren, wenn man zum Beispiel Besteck aus der Hand verliert oder beim Schreiben nicht mitkommt oder natürlich beim Sport. Also so ein 5- oder 10-Minuten-Lauf in der Schule, der ging in der Regel über Bänke. Ja, die Bänke waren für mich eine unüberwindbare Hürde. Glücklicherweise hatte ich einen Lehrer, der darauf einging und der mir erlaubte, dann im Innenkreis laufen zu dürfen, diese 10 Minuten. Das Ergebnis war natürlich da eigentlich auch schon, spielte keine Rolle mehr. Das heißt, ich fühlte mich vor der Diagnose alleine. Ich hatte Schmerzen, die ich nicht einordnen konnte, nur so viel wusste, andere haben die nicht. Ja, und ich merkte einfach, egal was du tust, du kannst dich noch so bemühen. Das kommt als solche Bemühungen kaum an in deinem Umfeld. Im Gegenteil gab es Ärzte, die mich als bequeme Tante bezeichneten, obwohl ich nicht anders konnte. Und das heißt, auch das glaube ich, weil ja die Diagnose etwas später kam, hat dazu beigetragen, dass man sehr sensibel wird. Sehr sensibel, ja, durch dieses Alleingelassen-Gefühl, auch sehr, wie soll ich sagen, leicht verletzlich wird und wiederum empathisch für andere, wenn die was haben. Also das hielt sich dann so die Waage. Ja, und man merkte, wenn du dich nicht bemühst, andere können nichts für dich tun. Du musst selber dran ziehen und habe dann geguckt, dass ich mich arrangiere. Ja, so war mein Gefühl vor der Diagnose. Ich habe die Diagnose ja erst mit gut, also 36 Jahren bekommen. Das heißt, der Weg dahin war gepflastert von immer neuen Auffälligkeiten. Das heißt, diese Diagnose der spastischen Kinderlähmung stand ja nun Jahrzehnte im Raum. Und irgendwann merkte ich, nachdem ich zigmal operiert wurde, dass ich offensichtlich nicht nur ein orthopädisches Problem habe, sondern es noch irgendeinen anderen Zusammenhang geben muss, weil sich zum Beispiel die Hände so eklatant verschlimmert haben.
es wurde so, so schleichend schlechter, dass sich mein Umfeld, meine Familie und so weiter darauf einstellen konnten. Wenn wir zum Beispiel gescrabbelt haben, also dann war klar, dass ich irgendwann nur noch mit den Augen fühlen konnte. Also ich war nicht mehr in der Lage, diese Buchstabensteinchen aus dem Beutel also rauszunehmen. Das heißt, wir haben dann die kompletten Steine in den Deckel entleert, auf den Kopf gedreht, damit ich die überhaupt greifen konnte. Ich bin mit leeren Händen aus einer Gummibärchentüte zum Mund gegangen, weil ich gar nicht gemerkt habe, dass ich kein Gummibärchen in der Hand hielt. Ja, solche Sachen, also das war bis zur Diagnose, eben gab es ganz viele von diesen Auffälligkeiten und ganz, ganz stark verunsichert hat mich die Situation, als ich mein Gangbild plötzlich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ich merkte, dass ich stehen bleiben musste, hatte das Gefühl, ganz plötzlich, also wenn du jetzt nicht stehen bleibst, sondern weitergehst, du sackst in dich zusammen. Also ich fühlte mich wie eine Marionette, deren Fäden gelockert werden. Dann habe ich mich kurz gesammelt und den nächsten Schritt einfach ganz aktiv geplant und ab da bin ich weitergegangen. Das war eine, ja, ich würde fast sagen, schockierende Situation. Ich war mitten im Hauptbahnhof in Köln, habe nur gedacht, was passiert hier gerade? Und kurze Zeit später ist mir im Büro passiert, dass ich mit den Händen in die Hosentasche gegangen bin, wie man das so macht. Und dann irgendwann sah, dass nicht alle Finger in der Hosentasche waren. Ich habe nicht gemerkt, dass nicht alle Finger in der Hosentasche waren. Und dieser Finger, der nicht darin war, oder die Finger waren ja beide Hände, die waren auch steifer, also als wenn die gar nicht dazugehörten. Und da habe ich gemerkt, du musst was ändern und bin auf eigene Faust zum Neurologen gegangen mit 36 Jahren. Ich bin bei dem niedergelassenen Neurologen nur so weit gekommen, dass er die Nervenleitgeschwindigkeit versucht hat zu messen. Die war mit seiner Apparatur nicht feststellbar. Er stand ratlos vor mir und schüttelte den Kopf und sagte, dass sie überhaupt laufen können. Das hat mich nicht beruhigt in dem Moment. Und er hat mich dann an die Uniklinik Düsseldorf verwiesen. Und da habe ich dann auf einen Untersuchungstermin, der mehrtägig war, stationär gewartet. Und da wurde dann die Verdachtsdiagnose HMSN, so hieß es ja bis dato, 1 bzw. 3 gestellt. Die Nervenleitgeschwindigkeit war katastrophal niedrig. Das heißt also, seitdem, seit 2002, also jetzt seit 20 Jahren, wusste ich um diese HMSN. Die Ärztin, das war eine Ärztin im Praktikum, die mir die Diagnose dann sagte. Ich habe aus diesem Gespräch nur in Erinnerung, dass es irgendwie darum ging, so, jetzt weißt du Bescheid, jetzt hast du ein Programm und du kannst arbeiten und fängst an, die Finger zu bewegen. Ich glaube, das war das, was so im Vordergrund stand und hatte noch in Erinnerung oder habe in Erinnerung, mein Lebensgefährte spielt auch Klavier. Dann habe ich so gedacht, wunderbar, dann setzt du dich auch an die Klaviatur und trainierst und machst. Und heilbar ist es nicht, das habe ich auch noch in Erinnerung, dass man mir das sagte, aber es war überhaupt keine Bedrohung. Es war eher so, dieses Bewusstsein, es ist nichts Tödliches, weil es ging ja auch um den Ausschluss der zentralneurologischen Ursachen. Das war eigentlich der Grund, weswegen ich in die Uniklinik eingewiesen wurde. Eigentlich war ich dann erleichtert, weil ich ja so im Tenor raushörte, du kannst dir helfen, indem du aktiv bleibst, nicht einrostest und sozusagen alles wird gut. So. Weil du bist ja eh, wie du bist. Du kennst es ja nicht anders. Mach einfach weiter. Das war das, womit ich dann nach Hause geschickt wurde. Und ein bisschen Angst bekam ich, weil ja so ein bisschen im Raum stand, diese Progredienz, dass ich dann dachte, wer weiß, wo das endet. Aber dann kam mein Hausarzt ins Spiel, selber Sportmediziner und sehr empathisch. Und der sagte, Sie haben deshalb so Angst und machen sich diese Gedanken, weil Sie ja gar nicht wissen, dass ich als Arzt
morgen im Rollstuhl sitze, weil ich über die Straße gehe und von einem LKW übersehen werde. Er hat mir also an die Hand gegeben, mach dir nicht heute Gedanken über das, was kommen wird, weil du zahlst unter Umständen Energie für etwas, was vielleicht ja gar nicht eintrifft. Ja, und das ist so dann eigentlich ja wieder eine positive Handreichung gewesen meines Arztes. Das ist die Erinnerung an die Diagnosestellung, ja. Und es war, ach so, Entschuldigung, es war genau die Verdachtsdiagnose HMSN 1 bzw. 3 und die Genetik sollte erfolgen und die ist aber letztlich erst im letzten Jahr 2021 erfolgt, weil ich mich habe registrieren lassen im Patientenregister und seitdem weiß ich, dass es die CMT4C ist, autosomal rezessiv ererbt. Ich glaube, man kann, wenn es darum geht, wie das Umfeld auf einen wirkt, diesen Spruch ummünzen, wie man in den Wald ruft, so schallt es hinaus. Ich bin glücklicherweise, ich habe ein fröhliches Naturell. Und ich glaube, es steht nicht auf meiner Stirn geschrieben, ich habe Probleme. Mein Gegenüber, egal ob es in den Chören ist, ob es in der Familie ist, inzwischen bin ich so weit, dass ich Menschen einbeziehe, wenn ich an Grenzen stoße, die ich alleine nicht überwinden kann, was schon ein bisschen Zeit gedauert hat, so weit zu kommen, weil man sich das selber nicht so eingestehen will, dass man da nicht so mithalten kann. Das heißt, eigentlich nehmen mich alle authentisch wahr. Das heißt, ich bin nicht verstellt oder missmutig oder hadere oder so. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das heißt, wenn ich Menschen anlächle, ich glaube, dann können die gar nicht anders, als zurückzulächeln. Und wir beschränken uns einfach auf das Wichtigste, auf das Miteinander. Denn ich weiß doch gar nicht, welches Päckchen haben denn andere zu tragen. Ich bin doch nicht der Nabel der Welt. Und ich glaube, diese Eigenschaft, wenn man sich so in sein soziales Umfeld begibt, erntet man ja Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft. Es gibt keine Blicke, die dann nicht auch umgemünzt werden in Worte. Und das war mir schon, da gehe ich jetzt mal eben wieder ein paar Jahrzehnte zurück, das war mir schon in meiner Schule wichtig, als ich nach den Achillessehnenverlängerungen, natürlich mit den Narben an den Achillesfersen und die ganze Wade hoch, in der Schule auftauchte. Und es war Sommer, das heißt Söckchen und Rock oder kurze Hose getragen habe. Da war mir schon wichtig, dass wenn Mitschüler hinter mir hergingen und nur so guckten, dass die dann auch fragten. Weil ich denke immer, es ist ja eher gut, wenn man angesprochen wird darauf und so übertrage und man sich erklären kann. Und so übertrage ich das auf heute. Ich habe ja jetzt inzwischen Walk-on-Orthesen, diese Reaction, die nicht mehr so unbedingt gut unter jede Hose passen, weil die Hosen einfach nicht weit genug dafür sind am Unterschenkel. Das heißt, ich trage die durchaus auch sichtbar. Und selbst da merke ich, dass es Menschen gibt, die gucken und dann nicht so recht wissen, was soll ich jetzt machen oder tun oder sagen, oder dass die merken, okay, eigentlich, jetzt weiß ich, warum sie ein bisschen wankt beim Gehen, ein bisschen so aussieht, als wären die Beine falsch eingehängt, weil das den unsicheren Gang, dieses Tapsige und so, das ist sehr typisch für mich, dass das quasi eine Erklärung gibt. Also niemand ist abfällig mir gegenüber oder herablassend oder wirkt arrogant oder signalisiert, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Aber nochmal, ich gehe fest davon aus, dass es einfach eine Typenfrage ist, wie man selber akzeptiert, dass man so ist, wie man ist. Ich weiß auch nicht, warum es so sein soll. Vielleicht bin ich deshalb ein besonders empathischer Mensch, ein Glücksfall für mein Umfeld, weil ich mich auch auf andere gut einlassen kann. Das kann ja sein. Ich habe unterwegs in meinem Leben mal den Spruch gehört, jeder bekommt die Erkrankung, von der klar ist, dass derjenige damit umgehen kann. Ja, dann ist das mein Schicksal, mein Weg.
Und ich habe nur diesen Weg, also gehe ich den. Und zwar ohne Gram und gucke einfach so ein bisschen selbstfürsorglich, dass ich möglichst lange noch so gehen kann, also wortwörtlich, und den Spaß auch nicht verliere. Ja, auch wenn ich eben bei manchen Dingen heutzutage dann sagen muss, ja, dann lauft ihr mal oder macht ihr mal. Leider ohne mich, weil es einfach motorisch, kraftmäßig und so einfach nicht mehr funktioniert. Aber da habe ich dann auch geschafft zu sagen, ja, dafür geht aber noch eine Menge anderes. Also die Lebensumstände, in denen ich war, von Jugend an war ich aktive Schwimmerin oder Wasserballerin hinterher. Das heißt, ich habe immer einen riesen Teamkollegenkreis gehabt. Und die erste Beziehung fand dann tatsächlich auch dort statt. Das heißt, ich war so, wie ich war. Also war ja durch diese Schwimmkleidung immer schon erkennbar, vielleicht, also allein wenn man jetzt an die Füße denkt und so, ein bisschen benachteiligt. Aber komischerweise spielte das keine Rolle. Und es ist sogar so, dass ich, als ich während der Diagnosefindung in der Düsseldorfer Uniklinik lag, gerade dabei war, eine neue Lebenspartnerschaft einzugehen. Und beide, mein jetziger Mann und ich, wir haben gesagt, wir schaffen das. Wir schaffen das. Auch da, glaube ich, bewahrheitet sich einfach, es kommt auf das Innere des Menschen an. Und ich glaube, ich wäre heute nicht hier, wo ich jetzt bin, egal ob das im Beruflichen ist oder jetzt im Privaten, wenn ich nicht, ja, wie soll ich sagen, wenn ich nicht einfach so getan hätte, als wenn alles normal wäre, als wenn ich einfach besonders bin, aber nicht schlechter. Ich sage das jetzt sehr in Ruhe und sehr überlegend. Natürlich, wenn ich jetzt an meine Arbeitskollegen und an mein berufliches Umfeld denke, da gab es natürlich diesen Perfektionismus und dieses möglichst besser sein zu wollen als die Kollegen, weil man ja das Gefühl hatte, du bist eh gehandicapt. Das heißt, du hast schon den besonderen Kündigungsschutz durch diesen Schwerbehindertenausweis. Du willst keine Sonderstellung, keine Sonderbehandlung erfahren, sondern tust es anderen ja gleich. Das heißt, ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes überarbeitet. Ich habe so dran gezogen, dass ich mehr Arbeit mit nach Hause genommen habe, um möglichst noch schneller fertig zu sein als andere. Was letztlich dazu führte, dass ich überhaupt keine Zeit mehr ließ zur Regeneration, zum Wiederauftanken. Das heißt, ich habe mich so überfordert, dass ich letztlich über eine teilweise Erwerbsminderung dann im Alter von 42 Jahren schon in die volle Erwerbsminderung gerutscht bin. Der Arzt nennt es dann auch Anpassungsstörung. Das heißt, da ist es vielleicht dann doch so, dass ich in dem Bereich mir keine Schwäche leisten wollte und auch immer gedacht habe, nee, also du willst nicht irgendwie auffallen, also negativ auffallen, sondern gibst alles, gibst noch mehr, als vielleicht in dem Moment gesund war, und das bringt dich weiter und du hast eine Rechtfertigung geliefert dafür, weiter beschäftigt zu werden. Da hatte ich Minderwertigkeitskomplexe ganz anderer Art, komischerweise, eher als im privaten Bereich. Vielleicht auch, weil meine Familie mich von Anfang an ja so gestützt, unterstützt hat. Manchmal mache ich mir Gedanken um meine 3 Jahre jüngere Schwester, wie das für die wohl war, weil ich natürlich unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommen habe, weil ja klar war, irgendwas stimmt nicht. Auch wenn es die spastische Kinderlähmung war, die es ja letztlich nicht war. Aber glücklicherweise haben wir ein ganz inniges Verhältnis. Und also auch da habe ich keine, wie soll ich sagen, negativen Erfahrungen machen müssen. Also weder im Kennenlernbereich, dass ich denke, warum will er mich? irgendwie, ich habe aber auch nie das Gefühl gegeben bekommen. Also so ungefähr, jetzt bild dir mal nichts ein, also dass du überhaupt hier sein darfst.
Dazu hast du jetzt aber auch, ich weiß nicht, irgendwas zu erfüllen oder so. Überhaupt nicht. Also ich glaube, ich habe richtig Glück gehabt. Ich habe die Strategie, dass ich durch die Progredienz ja mich immer mal wieder auf neue Verschlimmerungssituationen einstellen muss. Und die Strategie ist einfach, dass ich dann das erkenne, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel den Umgang mit dem Brotmesser, das Brot zu schneiden, das Brotmesser zu führen, ging irgendwann einfach nicht mehr. Dass man dann anfängt zu überlegen, so, das ist jetzt erstmal wieder ein Schritt weiter. Dann atmet man durch und überlegt sich dann, gut, wie machst du es sonst? Also glücklicherweise macht das jetzt mein Mann. Also das ist, ich habe jetzt keine Brotmaschine angeschafft, also als Beispiel. Aber ich glaube, in der Summe, und das merke ich eben an den Tagen, wo es dann doch vielleicht mal ein bisschen dunkler ist, in der Summe kommt irgendwann, kommt man doch an den Punkt, dass man denkt, jetzt ist auch mal gut. Also, dass man das Gefühl hat, man arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und trotzdem gibt es dann eben ja diese Momente, wo man dann ja einfach wieder gegen eine Wand läuft und es dann nicht weitergeht. Ich habe ganz große Schwierigkeiten beim Binden von Schnürsenkeln. Und mein Stolz ist eben immer noch da, dass ich das natürlich versuche, immer wieder. Und glücklicherweise ist mein Mann auch einer, derjenigen, die dann nicht direkt aufspringen, sondern ja, so eine stille Übereinkunft ist, lass sie erstmal versuchen. Also ich versuche, okay, und dann frage ich, könntest du mir bitte helfen? Und dann mach das auch. Und in dem Moment, dann laufen mir die Tränen. Ich weine nicht, aber mir laufen die Tränen. Diese Konfrontation ist bei allem wachen Verstand, bei aller Stärke, die man, dieses sich zusammennehmen und so, gibt es diese Situation, wo dann das Unterbewusstsein einfach sagt, so, jetzt ist auch mal gut, jetzt hör auf, ständig zu kämpfen, jetzt hol auch mal Luft und lass es mal raus. Und dann ist es eben gut, wenn man aufgefangen wird und das funktioniert glücklicherweise in meinem häuslichen Umfeld, dass ich auch mal so richtig weinen darf. Ja, auch mal so richtig diesen, wie soll ich sagen, so eine Art Psychohygiene betreiben kann, dass mal wieder Luft ist, so und jetzt wieder aufs Neue. Denn das Nächste wartet ja. Das Nächste wartet ja. Es ist ja, wie gesagt, das sind die Gegebenheiten mit dem Wechseln der Orthesen von einem Schuhpaar ins andere, die Dinge zu tragen, das Einkaufen, Dinge aus dem Einkaufsregal rauszunehmen, in den Wagen zu packen, dann an der Kasse aufs Band, dann wieder in den Wagen und ins Auto und zu Hause einräumen. Das funktioniert einfach nicht mehr, weil die Schwäche der Finger, Hände und Unterarme doch massiv zugenommen hat. Ja, und wenn man dann auch noch an eine Kassiererin gerät, die auch noch vielleicht durch ihren, da sind wir wieder beim Gesichtsausdruck, durch ihren Gesichtsausdruck schon signalisiert, jetzt machen Sie mal ein bisschen flotter. Und man tut ja schon so, wie es gerade geht. Das kann dann schon an einem und in einem arbeiten. Ja, das muss ich sagen. Also da gibt es eben doch Momente, da tut man sich selber leid, ja. Aber ganz flott ist man da wieder raus, weil dann denkt man, so, die weiß es nicht besser, diese Person, die da gerade irgendeinen Schmuh geredet hat, die mich so angegangen ist, wenn ich dir erklären würde in 5 Minuten, was alles so wird, wäre es ihr vielleicht peinlich. Ja, und dann denke ich immer, wer weiß, was sie gerade für einen Tag hat. Und ja, dann ist es wieder so, nimm dich selber nicht so wichtig und dann funktioniert es eigentlich. Ja, also die größten Schwierigkeiten liegen einfach im Umgang mit den Situationen, wo Hände ins Spiel kommen, dass Alltags Dinge nicht mehr so gut von mir erledigt werden können, sondern dass ich da zunehmend auf Hilfe angewiesen bin. Das ist schon das gröbste Traurige. Ja. Die CMT zu kennen, die Symptomatik einordnen zu können,
ist ja eigentlich eine Basis eines Arztes, den Patienten begleiten zu können. Das heißt, wenn ich die Symptomatik kenne, die dann passt zu den ENGs oder also ja, wenn ich weiß, wie sieht es denn dann in der Praxis aus, da sitzt dann jemand vor mir, der hat so gut wie keine Nervenleitfähigkeit. Wie sieht es aus, kann der mir erzählen, wie sich das anfühlt? Also dann ins Gespräch zu kommen, also dass der Arzt nicht nur mir sagen kann, was los ist, sondern auch durch die richtige Fragestellung mit mir zusammen erarbeiten kann, was definitiv los ist. Denn das ist ja das, was in Düsseldorf damals im Grunde passiert ist. Ich wurde auch gebeten, vor Studenten vorzulaufen. Also es ist ja ein UK gewesen. Das heißt, da saßen die Medizinstudenten und ich war eigentlich erschrocken damals, vor 20 Jahren, dass das so interessant ist für Studenten, dass der Professor mich gefragt hat, ganz, ganz banale Dinge, wo ich dachte, ja, aber ist das so neu für euch? Also da war ich schon erstaunt, dass ich sowas Besonderes sein sollte im medizinischen Bereich. Es waren alles Fachleute, die da saßen. Also ich glaube eigentlich, dass der Weg dahin ja vielleicht schon geebnet wurde in den letzten 20 Jahren, dass die Medizin Fortschritte gemacht hat. Die CMT, die bisher eben HMSN hieß, hat ja ganz viele verschiedene Facetten. Und ja, ich halte es für dringend geboten, die CMT frühzeitig erkennen zu können und damit auch den Weg zu bereiten für eine ja, wie soll ich sagen, auch einen selbstpflegerischen Umgang mit sich selber. Also den Patienten zu begleiten dabei, dass er nicht gegen sich selber ankämpft, weil er sich vergleicht mit normal gesunden Menschen. Und ich glaube, da, wenn der Arzt weiß, welche Facetten es gibt, in welche Bereiche das reinwirkt, dieses Krankheitsbild, umso besser für den Patienten, weil er dann einfach merkt, überfordere dich nicht, du schadest dir nur selber. Es ist in Ordnung, wenn das ein oder andere nicht geht. Das kann gar nicht besser funktionieren, weil die Erkrankung diese Symptomatik hat. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass Ärzte, gerade was die CMT angeht, besonders geschult und informiert sind. Ja.